Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine Weihnachtskarte basteln und ist die nicht süß? Ich bin total verliebt in dieses Set und zwar ist das das Produktpaket Festliche Strümpfe und hier habt ihr tolle Söckchen drin und ganz tolle Hund, Katze, Hamster und ganz tolle Sprüche und ich finde es einfach nur Zucker. Und ja, diese Karte werde ich zusammen mit euch basteln. Und zwar kann man die hier auseinander machen. Und man kann rein theoretisch hier noch eine Tasche hinmachen für einen Gutschein. Oder, ich glaube, das mache ich jetzt mal, ich klebe das hier als Tasche auf, dass man hier eine Gutscheinkarte noch mit reinmachen kann. Und ja, hier kann man dann seinen Spruch reinschreiben. Ich habe jetzt hier nichts reingestempelt, weil ich noch nicht weiß, wie, wann und was und überhaupt. Und deshalb habe ich das so gelassen. Und dann werde ich das Ganze jetzt hier wieder reinmachen. Und so sieht sie aus und wir legen jetzt mal los. Ich werde jetzt wieder ein Stück Farbkarton in... Gott, ich habe heute Wortfindungsstörungen. Ich bin wieder aufs Amerikanische eingestellt. Celadon hernehmen. Ich war wieder auf Soft Succulent. Ja, ich brauche jetzt, ich mache das mal alles an die Seite, meinen Papierschneider. Und zwar braucht ihr jetzt ein Stück Farbkarton in der Größe A4. Das schneide ich mir jetzt auf 10,5 cm, also legt das an der 21 cm Seite an und schneide das Ganze bei 10,5 cm durch. So, und falze das Ganze bei 14,85, also bei der Hälfte von A4. So, und dann wird das Ganze gefalzt und jetzt muss ich meinen Arm dafür noch ausklappen. Bei 22 cm schneide ich das Ganze ab. So. Dann kann mein Papierschneider schon mal weg. Und für das Papier habe ich hier das 6x6 Papier. Das findet ihr im Hauptkatalog. Das heißt wunderbar weihnachtlich. Und da ist auch in Celadon, in Lodengrün, in Savanne, in Chili ganz tolle Papiere drin. Und das Ganze, also ihr könnt praktisch, wenn ihr jetzt mehrere Karten machen wollt, mit dieser Größe, wie ich sie jetzt mache, 4 Karten machen. Und ich habe ein Stück noch hier, was ich mir jetzt zurechtgeschnitten habe. Das heißt, ihr schneidet euch euer Designerpapier einmal in der Hälfte durch bei 3 Inch und macht euch 2 Quadrate in der Größe 3x3 Inch. Dann habt ihr 3 Inch nochmal übrig und das Ganze schneidet ihr diagonal durch. Und damit das Ganze ein wenig stabiler ist, nehmt ihr euch euer Reststück, was ihr hier ja abgeschnitten habt von der Karte und schneidet das Ganze auch auf 3x3 Inch und schneidet euch das auch in der Mitte nochmal durch. Und das Ganze kleben wir jetzt aufeinander, weil dann wird das Ganze ein wenig stabiler. Und damit ihr 4 Streifen mit dem Reststück von 3 Inch, was ihr dann, das denkt ihr euch jetzt, weil ich habe mir das hier schon zurechtgeschnitten und hier reingemacht,
Dann habt ihr 3 Inch übrig und das schneidet ihr dann auf 10,5 cm in der Länge und dann jeweils 4 Streifen in 3/4 Inch. Zentimetermaße setze ich euch unten wieder rein. Das sind, genau 1,9 cm. Da könnt ihr euch dann 4 Streifen schneiden und dann habt ihr nur so ein kleines Stückchen hier unten übrig von eurem 6x6 Papier. Wenn ihr jetzt in Massenproduktion gehen wollt, dann sieht das Ganze so aus. Und ich falte mir das jetzt hier einmal und gehe mit meinem Falzbein drüber. Und gehe hier innen über die Schneidefalz nochmal drüber, was es hier gibt. So. Und das hier, das klebe ich jetzt aufeinander. Das mache ich mit meinem Tombow. Der hat sich ein wenig festgehakt hier. So, und das Ganze klebe ich mir jetzt hier aufeinander. Und gehe mit dem Falzbein hier hinten drüber, dass der Kleber sich schön verteilt. Dann brauche ich dein Menschenhals. Und mache mir hier oben ins Eck ein Dimensional, hier unten aufs Eck und hier aufs Eck. So, das Ganze mache ich mir dann das Papier runter und klebe jetzt hier mein Eck auf die Karte. So, dann brauche ich aus dem Stempelset hier die schönen Kreuzchen. Das gibt so ein, ja, wie so einen genähten Rand. Den stempel ich mir jetzt und zwar in Lodengrün. Ich muss mal in meinem ganzen Chaos hier gucken, wo mein Lodengrün hingekommen ist. Und dann brauche ich noch mein Acrylblock. Und ich werde aber vorher noch mein Papier hier aufkleben. Mein Streifen. So. Jetzt, ich mache das jetzt per Augenmaß. Das hat jetzt, ja, ich messe mir da nichts ab. Einfach so, wie ich denke, dass mir das gefällt. Hier oben habe ich noch einen kleinen, kann ich noch ein wenig nach oben rutschen. Deshalb nehme ich immer gern Flüssigkleber. Und wenn ich hier unten jetzt noch einen kleinen Überstand habe, nehme ich jetzt einfach meine Schere her und schneide mir das Ganze hier ab. So. Und dann nehme ich jetzt mein Lodengrün her
und nehme mir ein Papier, was ich mir hier unten drunter lege. Klappe mir das Ganze auf und nehme mir jetzt meinen Stempel und stempel mir jetzt hier praktisch wie so eine genähte Linie hier runter. Und das Gute ist, dass ich hier den Fotopolymerstempel habe. Das heißt, ich sehe, wo ich hinstempel. Und hier habe ich meinen Stempel ziemlich eingesaut, weil ich zu fest reingedrückt habe. Deshalb muss ich jetzt mal fix meinen Stempel gerade mal kurz sauber machen. So, und das Ganze mache ich jetzt hier auf der anderen Seite auch. So. Und damit das Ganze etwas schöner aussieht, umrande ich jetzt praktisch meine Karte. Und zwar gehe ich jetzt hier hin und stempel hier noch runter, geschlossen. Und hier kann ich so ansetzen. So, und hier kann ich dann jetzt, ich hoffe, meine Rübe kommt jetzt hier nicht rein, meinen Stempel ansetzen, weil ich sehe ja, wo ich hier war, ungefähr. Und kann hier weiter stempeln. Und hier oben. Weil ich mag jetzt hier oben nicht weiter stempeln, setze ich mir mein Blatt nochmal an. So. Und hier. So. Und hier. Nehme ich auch noch mal mein Schmierblatt und setze mir den Stempel hier noch drauf. So. Jetzt kann ich den schon mal sauber machen. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema über. Ich werde jetzt noch weiter stempeln, beziehungsweise embosse mir jetzt meine Sachen noch, was ich stempeln muss. Also diese Karte hat einige Techniken und Steps in sich. So, dann werde ich jetzt als nächstes embossen. Ich lege mir jetzt die Karte mal rüber. Und zwar brauche ich jetzt noch ein Reststück in Seelotton für meinen Strumpf und für meinen Spruch. Und das werde ich jetzt in Versamark stempeln und nehme meinen Embossing Den gibt es ja leider nicht mehr bei uns. Allerdings bekommt ihr das in ob bei Amazon oder in einem Bastelladen eurer Wahl.
So, und jetzt brauche ich meinen Versamark. Und nehme mir meinen Stempel her. Gehe hier in die Klebetinte rein. Und stempel mir hier jetzt einmal den Strumpf. Und dann habe ich hier meinen Spruch noch. Tierisch tolle Feiertage. Und das Ganze stempel ich mir hier drauf. So, und dann nehme ich mein weißes Embossingpulver her. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe mehrere Dosen weißes Embossingpulver hier drin. Das geht für mich einfacher, weil ich eben auch viel embosse und dann brauche ich nicht immer die Dose aufzumachen und ja. Wieder umzuschütten, deshalb so. Dann kann ich meinen Deckel wieder drauf machen. Dann brauche ich mein Erhitzungsgerät, lasse das schon mal kurz anlaufen, dass es heiß wird. Und dann gehe ich jetzt hier drüber und erhitze mir jetzt mein Pulver. Einmal. Und mein Säckchen noch. So. Und nun werde ich ein wenig stanzen und prägen mit euch. Und zwar meine Sachen hier rüber, beziehungsweise das werde ich jetzt mit meiner Duo-Stanze, mit meiner Ovalstanze ausstanzen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier rein und stanze mir den Spruch aus. So, und dann brauche ich noch ein Reststück Weiß. Einmal das. Das klebe ich mir jetzt schon mal hier aufeinander. Ich kann das schon mal trocknen. So, dann brauche ich jetzt meine kleine Mini-Prägemaschine, Präge- und Stanzmaschine. Die haben wir ja in klein und in groß. Und ja, das ist jetzt meine kleine. Meine große steht hier drüben. Aber wenn ich so kleine Sachen mache am Tisch, ist das. Also, ich habe sie beide immer in Gebrauch eigentlich, so wie ihr hier sehen könnt. Ne? So, ich brauche jetzt
für meine Sachen auszustanzen. Die Prägeplatte 1 und 2. Da lege ich jetzt meinen Strumpf hier drauf und werde mir jetzt meinen Strumpf hier ausstanzen. Und zwar ist das der mittlere. Es gibt drei Größen, einen kleinen, einen mittleren und einen großen. Und das Ganze lege ich mir jetzt hier auf. So, und dann lege ich meine Platte hier drauf. Beziehungsweise ich hole mir das ein wenig zurück, dass ich das Ganze nicht so verschiebe. So. Und dann wird das Ganze jetzt hier durchgenudelt. So, das ist jetzt mein Säckchen. Das lege ich jetzt gerade an die Seite. So, und dann werde ich jetzt noch mit euch prägen. Und zwar habe ich für den Aufleger, da habe ich mir mein Papier eigentlich schon zurechtgeschnitten, falls ich es hier unten drunter. Und zwar habe ich jetzt hier ein Stück Grundweiß in 3¼ x 3¼ Inch. Ein Stück Savanne in der Größe 3¼ x 3¼ Inch und nochmal ein Stück in Grundweiß 3x3 Inch. Und das 3x3 Inch werde ich jetzt mit unseren Prägefoldern, die passen hier jetzt in die Mini auch mit rein, Karos und Punkte, werde ich mir die Karos hernehmen. Und mache mir das Ganze hier rein, leg mir das Ganze zusammen, dann braucht ihr jetzt für zum Prägen die Grundplatte 1 und 3 und die Prägeform. Also einmal 1, hupsi, einmal 1, einmal die Prägeform. Und einmal 3. Und das Ganze macht ihr hier rein. Und dann wird das Ganze hier durchgenudelt. Und dann habt ihr schon ein ganz tolles Prägeergebnis. So, das wollte ich euch jetzt mal fix zeigen. Weil es gibt ja auch immer noch Anfänger unter uns. So. Okay, jetzt klebe ich mir meine Sachen hier aufeinander. So, und das hier auch drauf. So, und ich habe ja gesagt, das werde ich jetzt als, dass man einen Gutschein oder Geld mit reinmachen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier, ich sehe hier, das ist auf meinem Handy drauf, okay. Ich sehe da jedes Mal einen Punkt und denke, sag mal, hier muss doch was liegen, aber hier liegt nichts, das ist auf meinem Handy oben drauf, okay. Ich nehme jetzt mein Quadrat und werde mir das Ganze hier drauf
zentrieren. Ich habe es ziemlich weit rüber gestempelt, sehe ich gerade im Gegensatz zu meiner anderen Karte. Aber das macht nichts. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich werde jetzt hier im unteren Bereich ein wenig Kleber anbringen. Also hier an der Seite. Hier unten. So. Und klebe mir das Ganze jetzt hier auf. Und lasse das Ganze jetzt ein wenig anziehen. Ich nehme mir jetzt mal, ups, entschuldigt bitte, oh je, meine Stanze her und lege mir die mal hier drauf zum Beschweren. Und dann habe ich mir aus einem Reststück, beziehungsweise das, was ich ausgestanzt habe, war ja noch ein wenig übrig. Da habe ich jetzt aus dem Set diesen Stern ausgestanzt. Ich werde aber nur drei dafür brauchen und habe mir schon den Hund mit der Mütze gestempelt. Das Ganze habe ich mit meinen Stampin' Blends eingefärbt, damit es nicht ganz so lange jetzt dauert. Das ist einmal Savanne hell und dunkel und einmal Chili Rot hell und dunkel. Und ich werde mir das Ganze jetzt aufeinander kleben. Dazu nehme ich mir hier meine Silikonmatte her und werde mir das Ganze jetzt hier draufkleben. Also ich nehme mir jetzt hier einfach ein wenig Tombow her, gehe hier in den unteren Bereich und klebe die Mütze jetzt hier bei dem Hundi hier drauf. So, und jetzt muss ich mal noch fix gucken. Ich lege mir das jetzt gerade mal an die Seite. Klappe mir das Ganze mal auf. Und ich hatte eigentlich, ja, hier unten drunter noch eine alte Geschenkkarte. Und eigentlich hatte ich jetzt im Sinn, dass die dann hier so reinpasst. Könnte aber ein bisschen eng sein. Ist der Abstand ein wenig kurz. Allerdings, wenn ihr das Ganze weiter nach unten stempelt und nicht so weit hier reinkommt, so wie es bei der Karte, müsste es eigentlich funktionieren. Aber rein theoretisch müsste es auch so unten drunter gehen. Da das Ganze jetzt noch nicht richtig fest ist, möchte ich jetzt nicht so fest dran rumzuppeln. Deshalb mache ich das Ganze schon mal so hier drunter, so dass ich jetzt weiß, wie ich meinen Hund und meinen Socken hier drauf machen kann. Und zwar habe ich mir den Socken hier drauf geklebt und Hundi kommt mit einem Dimensional hier drauf und mein tierisch tolle Feiertage kommt hier oben hin, wobei ich das als erstes anklebe, damit ich dann meinen Hund ein wenig anpassen kann. So, das klebe ich mir jetzt hier oben hin.
Und dann nehme ich mir mein Zwergi. Und mein Strumpf. So, dann hebe ich mir den mal hier hoch. Und fixiere mir den hier drauf. So, und dann brauche ich noch meine Dimensionals und setze mir ein Dimensional hier unten hin, also in den unteren Bereich, weil hier oben ist ja hängt das Ganze ja drauf, also da können wir jetzt keine Dimensionals gebrauchen. Noch ein wenig rüber. So. Und dann habe ich jetzt hier meine kleinen Sterne. Die setze ich jetzt mit Cludots auf. Oh. Jetzt habe ich die nicht so schöne Seite hergenommen. Naja, egal. Ist jetzt so. Also es gibt ja eine schöne Seite und eine nicht so schöne Seite. Das ist die schöne Seite. Das ist die nicht so schöne Seite. So, und dann setze ich mir einen Stern hier hin. Einen hier hin. Und einen hier hin. Dann habe ich hier noch zauberhafte Schmucksteine. Die haben so einen Goldglitzer noch mit drin. Und die setze ich mir jetzt einen hier oben hin. Und von den kleineren. Hier habe ich ein wenig sehr viel rausgedrückt. Aber das geht auch so. Und setze mir jetzt noch einen hier hin. Und ein hierhin. Das sollte jetzt eigentlich nicht sein. Da hat sich jetzt meine Masse hier auf den Kleber gesetzt. Ach, Henny, was machst du denn wieder? Das habe ich auch noch nicht fertig bekommen. Finde ich nicht gut. Also machen wir den Kleber runter. Und nehmen ein wenig Kleber. Ich habe hier noch einen Kleber, der klar austrocknet. So, dann brauche ich eine Pinzette. Dann setze mir den hier auf.
So, und hier unten drunter könnt ihr euch dann noch ein Stück weißen Farbkarton kleben. Ich habe hier so Reststücke noch in meinem Fundus. Und zwar werde ich das Ganze jetzt auf drei mal drei hier unten drunter kleben. So, und so geht sie dann zu schließen. Ich finde die Karte total knuffig. Ich hoffe, sie gefällt euch auch und macht euch Lust aufs Nachbasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!